Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu diesem virtuellen Orgelkonzert in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt an der Oder. Ich bin Martin Conciella, Leiter des Knabenchores der hiesigen Singakademie und Konzertorganist. Dieses wunderbare Bauwerk hat seit dem Jahr 1270 als Kirche gedient, bevor es in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schließlich zur Konzerthalle wurde. Seit 1975 gibt es hier eine große Konzertorgel der ortsansässigen Firma Sauer. Zu Beginn haben Sie das berühmteste aller Orgelwerke gehört, die Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Allerdings ist bis heute ungewiss, ob das Stück tatsächlich von Johann Sebastian Bach ist, und es könnte auch sein, dass eine verschollene Komposition für die Violine als Vorlage für dieses Stück diente. Seit Jahrhunderten ist es nämlich üblich, dass Werke, die ursprünglich für Orchester oder auch für Chor geschrieben wurden, später für die Orgel bearbeitet werden. Weil nun diese Konzerthalle insbesondere auch der Platz für große Orchesterwerke ist, habe ich im Folgenden einige solcher Bearbeitungen von Orchesterwerken für Sie vorbereitet. Das nächste Stück ist das Allegretto aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Der englische Organist William Thomas Best hat es im 19. Jahrhundert für die Orgel bearbeitet. Der durchgehende, klopfende Grundrhythmus, ebenso wie die melancholische Motivik, erzeugen hier eine ganz besondere Atmosphäre, beängstigend und ergreifend zugleich.
Unsere Orgel hier stellt eines der qualitätvollsten Beispiele einer Konzertsaalorgel aus der Zeit der DDR dar. Kürzlich ist sie gereinigt, technisch überholt und klanglich sorgfältig überarbeitet worden. Zusätzlich zum original erhaltenen mechanischen Spieltisch oben am Gehäuse wurde ein neuer fahrbarer Spieltisch hier auf dem Podium installiert, der sich durch erweiterte klangliche Möglichkeiten ganz besonders für Programme wie das heutige, aber auch für das Zusammenspiel mit dem Orchester eignet. Dieses Video dient gleichzeitig als Einweihung des neuen Spieltisches. Als der berühmte Maler Peter von Cornelius am 19. April 1841 nach Dresden kam, überraschte man ihn dort mit einem eigens für diesen Anlass bei Felix Mendelssohn Bartholdy in Auftrag gegebenen Marsch für Orchester. Wieder war es William Thomas Best, der das Werk für die Orgel bearbeitet hat.
Nach zwei deutschen Kompositionen, die jeweils ein britischer Organist bearbeitet hat, wenden wir uns nun ganz nach England. Nach der Reformation unter Heinrich VIII. Dauerte es über 300 Jahre, ehe wieder ein katholischer Komponist eine größere öffentliche Wirksamkeit entfalten konnte. Sein Name? Edward Elgar. Die meisten von uns haben irgendwann schon einmal seinen berühmten Marsch Pomp and Circumstance No. 1 gehört. In seinem ursprünglich für Streicher, Bläser und Orgel komponierten Sursum Corda verwendet er eine Textstelle aus der Liturgie, um die großen dynamischen Steigerungsmöglichkeiten des Orchesters zu zeigen. Sursum Corda bedeutet »Erhebet die Herzen«. Dieser Text kommt in jeder katholischen Messe vor. Diesmal ist es Edwin Lemaire gewesen, der die Transkription für die Orgel geschaffen hat. Der gebürtige Brite Lemaire war als Stadtorganist von Portland in den USA einer der berühmtesten Musiker seiner Zeit.
In alter Zeit war Musik, so sie keinen gesungenen Text enthielt, in der Regel sogenannte absolute Musik. Es gab Präludien und Fugen, schnelle und langsame Sätze in Sinfonien und Sonaten, aber es gab meistens keinen zusätzlichen besonderen Inhalt. Die Musik stand so für sich, war also absolut. Erst in der Romantik wurde verstärkt Programmmusik komponiert. Musik also, die ein Programm, einen Inhalt, der außerhalb der Musik liegt, darzustellen, versucht. Das können Naturschilderungen sein, der Inhalt von Gedichten, historische Ereignisse und so weiter. Franz Liszt schuf mit seinen sogenannten sinfonischen Dichtungen eine neue Gattung an Programmmusik. Seine zweite symphonische Dichtung, Tasso, Lamento e Trionfo, beschäftigt sich mit dem Schicksal des spätmittelalterlichen Dichters Torquato Tasso, der in seinem Leben sämtliche Höhen und Tiefen erlebt hat und erst nach seinem Tod zu wirklichem Ruhm gekommen ist. Der romantische Komponist Liszt identifizierte sich mit diesem Schicksal. Die Musik verarbeitet ein immer wiederkehrendes, liedhaftes Motiv, das Liszt von einem Gondoliere in Venedig gehört hatte. Dazu tritt ein sechstöniges Thema, das Liszt selber erfunden hat und aus dem er Material für das gesamte Stück gewinnt. Bearbeiter dieses Werkes ist der estnische Komponist Peter Süder.